Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Hier ist wieder Andi und heute zeige ich euch das schon länger auf dem Markt bestehende Grimme-Pack. Es besteht einmal aus dem Tektron, den wir hier sehen. Das ist der Tektron 415, gibt es auch im Standardspiel. Allerdings hat der hier die praktische Vergrößerung der Schnecke, sage ich jetzt mal, dass man größere Flächen damit abernten kann. Ja, er kostet 522.965 Euro in-game. Hat eine Leistung von 730 PS und kostet am Tag 995 Euro. Ja, es ist die Maschine aus dem Standardspiel, nur halt mit breiterer Schnecke. Finde ich mal gut, eine gute Idee. Und man kann das halt mit M ein- und ausklappen. So. Ihr seht, es geht viel schneller, da er die dreifache Breite hat. Also bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Gut. Dann steigen wir hier mal aus und laufen mal kurz auf das andere Feld, wo der Maxtron 620 steht. Hat ebenfalls 730 PS und kostet 512.965 Euro am Tag. Mal gerade gucken. Oh, da kommt ein Auto. Jetzt können wir nicht über die Straße laufen. Kostet 795 Euro am Tag. Und die Schnecke ist halt eben auch dreimal so breit. Und die kann wieder über M ausgefahren werden. Also. Wie schon, der andere ist halt aus dem Standardspiel gebaut, ausgebaut worden. Und hat halt auch die dreifache Arbeitsbreite. Da geht es halt eben dreimal schneller, weil ich glaube, wenn man jetzt hier Feld Nummer 15 mit dem kleinen, mit dem normalen Maxtron machen würde, das würde sehr, sehr lange dauern. Ja, und da finde ich das hier eigentlich mal gar nicht mehr so schlecht. Okay. So, was bleibt noch zu sagen? Heute ist der 23. Morgen ist Weihnachten, aber da habt ihr schon ein Video bekommen von mir. Dieses Video kommt wahrscheinlich vor Silvester. Deswegen hiermit guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, dann habe ich letztens ein kleines Infovideo gemacht, wo indem ich gefragt habe, welche Map ich mal spielen soll. Da habe ich bis jetzt erst eine Antwort bekommen. Wäre schön, wenn sich da noch ein paar Leute melden und zu diesem Kommentar beantworte ich jetzt hier direkt. Die Two Rivers Map, lieber Carsten, werden wir höchstwahrscheinlich im Multiplayer spielen. Und ich finde, dass die Mikmazelle noch, naja, sie gefällt mir nicht so richtig, weil man kann dann mit dem Traktor durch die Häuser durchfahren und da sind auch einige Mods drin, die ich jetzt persönlich mir nicht runterladen würde. Deswegen suche ich immer noch eine schöne Map. Ja, falls ihr noch schöne Mods habt, schickt sie mir. Also sagt mir Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare. Oder schickt mir eine E-Mail an andi@mrwashy.de. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, teilt das Video, schreibt gerne was in die Kommentare. Kommentare werden alle gelesen, meistens auch beantwortet. Ja, und was bleibt noch zu sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unten auf den roten Abonnier-Button, okay? Vielen Dank. Ich sag dann guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns im neuen Jahr wieder, oder beziehungsweise hören uns im neuen Jahr wieder.
Und ich sage ciao, euer Anna.